Zehnter nach dem Kurzprogramm war, der sich so weit nach vorne arbeitet. Aber keine Überraschung, weil ja alle wussten, dass dieser Koreaner etwas ganz Besonderes ist. Sota Yamamoto jetzt aus Japan auf dem Eis, 24 Jahre alt. Letztes Jahr war er bei den Weltmeisterschaften nicht mit dabei, im Jahr davor 15. Wunderschön, vierfach Salchow. Das geht kaum besser. Vierfach Tolo, dreifach Tolo. Weltklasse. Dreifach Axel Euler, dreifach Salchow. Butterweich. Wunderschön, der Axel, was für ein toller Sprungstil, was für eine fantastische Technik dieser 24-jährige Japaner hat. Fabelhaft. Noch ein Vierfach. Bravo, Sota Yamamoto, was für eine fantastische Kürleistung hier bei dieser 56. Nebelhorn-Trophäe in Oberstdorf. Das, meine Damen und Herren, könnte schon die Siegerkür gewesen sein. Drei Vierfache in vier Minuten,
alle anderen Dreifachsprünge perfekt in Kombination, Sequenz oder einzeln aufs Eis gesetzt. Das Ganze verbunden mit einem perfekten Laufstil, mit dem für mich besten laufenden, gleitenden Schlittschuh des heutigen Nachmittags, mit der besten Gesamtverbindung heute. Tolle Leistung des 24-jährigen Japaners, der keine leichte Zeit hatte, der 2016 sich den Knöchel gebrochen hatte und dann ein Jahr pausieren musste. Und dann wieder zurückzufinden zum Warmspringen, hat er den dreifachen Rittberger gemacht, um ein Gefühl zu bekommen. Und dann, schauen Sie mal, 4 Umdrehungen weniger als einer Sekunde und dann so flüssig mit toller Geschwindigkeit ausgelaufen. Erster Vierfacher. Zweiter Vierfacher, Tolup steht perfekt in der Luft, kombiniert mit Dreifach Tolup und all die anderen tollen Elemente, wie hier die Zeitlupe vom dreifachen Axel, Euler umgesprungen, mit wenig Schwung und trotzdem bekommt er genügend Höhe und hat eine irrsinnige Drehgeschwindigkeit, da noch den dreifachen Salto dahinter zu hängen. Gute Pirouetten, super zentriert. Also da passt alles im Programm von Sota Yamamoto aus Japan, der sich damit absolut empfohlen hat, auch in Japan. Die Konkurrenz im japanischen Herreneiskunstlaufen ist enorm hoch. Jeder der Top 5, 6 Läufer könnte bei Weltmeisterschaften um die Medaillen laufen. Also da sind die Japaner mit viel Talent gesegnet. Der Axel hier nochmal und auch natürlich im zweiten Teil des Programms der vierfache Tolup, der hier nochmal extra Bonuspunkte bekommt. The scores, please. Ein absoluter Highlight hier bei der Kür der Herren in Oberstdorf. Ja, ist ja klar, dass das natürlich der absolute Bestwert ist. Schauen Sie mal, 263 Punkte fast. Da kann Chunwan Cha natürlich nach dem 10. Platz